Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich werde euch durch eure Konstellationen begleiten. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt heute wieder eine Verlosung, also bleibt dran und schaut euch am Schluss an, wie das geht. Für euch sieht es nach Liebe im Büro aus, also zumindest für die Singles. Gibt es da vielleicht einen attraktiven Kollegen oder Kollegin, die euch schöne Augen machen? Es scheint da jedenfalls ziemlich zu prickeln. Skorpione in fester Partnerschaft konzentrieren sich wohl erstmal ganz auf die Familie. Schauen wir jetzt erstmal in euren Erlebnishintergrund, also in die lang wirkenden Transite. Und da ist wohl der wichtigste und romantischste, dass Romantik- und Spiritualitätsplanet Neptun im guten Aspekt zur Skorpionsonne steht, euch da also mit so einem stetigen Strahl von Inspiration und romantischen Möglichkeiten versorgt. Der steht hier für die Skorpione im fünften Sonnenhaus, beziehungsweise für die Skorpion-Aszendenten tatsächlich im fünften Haus des Horoskops, was super ist, denn da ist eben auch die Sexualität zu Hause, der Austausch, auch die Kreativität, und das Ganze wird auf so eine Ebene, eine feinere und spirituellere Ebene gehoben. Und das ist auch die Tantra-Konstellation, wie ich immer sage. Da kann es einem also gelingen, den sexuellen Austausch mit Spiritualität zu verbinden und dadurch die Energie zu erhöhen. Und Chiron steht auch dabei. Das heißt, es kann auch durch eine Heilung, durch Sex zu einer Heilung kommen. Und das ist etwas, was viele Skorpione sowieso wissen und immer fleißig üben. Und deswegen macht einfach so weiter. Ihr seid da so dicht dran wie noch nie mit dieser Konstellation. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 6. November Geburtstag haben. Aber natürlich wirkt sich dieser Einfluss auch auf andere Planeten aus, die in eurem Horoskop vielleicht im Skorpion stehen. Würde sich lohnen, deswegen mal ein persönliches Horoskop bei mir erstellen zu lassen. Dann erfahrt ihr, welche Planeten alle diesen schönen Aspekt abbekommen und wie lange. Ja, dann steht Pluto, euer Herrscherplanet, günstig zur Skorpionsonne. Der steht ja hier im Steinbock, macht ein sogenanntes Sextil, das ist ein unterstützender, guter Aspekt. Und jetzt gerade aktuell ist auch noch der Merkur dabei. Das heißt, ihr könnt jetzt in den ersten Tagen des Februars auch mal ein Machtwort sprechen, wenn es nötig ist. Denn Pluto ist ja auch der Machtplanet, da kann man sich gut durchsetzen und Einfluss nehmen. Wenn Merkur noch dabei steht, kann man eben einflussreiche Sachen sagen und eventuell auch bei jemandem, mit dem man gerade flirtet, den Nagel auf den Kopf treffen und denjenigen also um den Finger wickeln und um den Verstand reden. Genau, aber wie gesagt, Pluto bleibt da noch lange, lange stehen. Und das spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 9. und 13. November Geburtstag haben. Dann habt ihr noch bis Mitte des Monats Lilith in eurem Zeichen, hier die letzte Dekade noch. Und die geht dann aber ab dem 14. in euer zweites Haus, in den Schützen. Ist auch interessant, da viele Skorpione auch Planeten im Schützen haben. Die werden dann diesen Transit deutlich spüren. Deswegen vielleicht wollt ihr auch rausfinden, ob das für euch der Fall ist. Und dann würde es sich da eben auch lohnen, ein persönliches Horoskop zu erstellen. Wenn ihr plötzlich merkt, dass euch Angelegenheiten, die mit Gerechtigkeit und dem Einsatz für Schwächere zu tun haben, plötzlich unheimlich wichtig werden, dann kann es sein, dass ihr Planeten im Schützen habt, die von der Lilith berührt werden, und das dann für die nächsten 9 Monate. Genau. Und die Konjunktion spüren diesen Monat noch, also im letzten Grad Skorpion, diejenigen, die zwischen dem 19. und 21. November Geburtstag haben. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Der Monat wird bestimmt von dem Neumond vom 28. Januar. Da war der Neumond im Wassermann bei euch im Haus der Familie. Deswegen würde ich tippen, dass diejenigen von euch, die fest liiert sind, vielleicht Familie haben oder vielleicht auch Eltern haben, die sich kümmern, sich da jetzt erstmal drauf konzentrieren. Das scheint jetzt erstmal ein wichtiges Thema zu sein. Es lohnt sich auch, darüber nachzudenken, wenn ihr an der Sache was tun wollt oder da wichtige Entwicklungen stattfinden sollen in diesem Monat. Dann ist das der richtige Neumond dafür, da vielleicht was Neues einzuläuten. Kann auch ganz konkret heißen, dass ihr vielleicht bei euch zu Hause in euren 4 Wänden was neu einrichten wollt. Genau. Die Sonne ist dann ja auch erstmal bis zum 18. weiterhin da bei euch im 4. Haus, steht im Quadrat zur Skorpionsonne. Das kann euch ein bisschen reizbar machen, auch dass hier euer Herrscherplanet diese starken Aspekte empfängt.
Das kann schon dazu führen, dass ihr ein bisschen nervöser seid als sonst, auch wenn die Aspekte für euch nicht so direkt ungünstig wirken. Also behaltet das mal im Auge, ja, falls ihr da reizbar reagiert. Das kann jetzt wirklich auch ein bisschen mit eurer inneren Energie zu tun haben. Und ich rate euch zu allen Techniken, die euch dabei helfen, in der inneren Mitte zu bleiben. Genau, der Mars, wie gesagt, steht bei euch im Haus des Jobs, hier im sechsten Haus. Kommt später noch die Venus dazu, deswegen habe ich gesagt, da kann es prickeln. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass ihr Kämpfe an der Arbeitsstelle auszufechten habt. Und das auch ziemlich viel Energie in Anspruch nimmt. Genau. So, dann habt ihr am 3. erstmal einen Top-Tag, wenn der Mond bei euch im Partnerhaus steht. Das ist sehr schön für die Skorpione, bildet hier noch einen guten Aspekt zum Mondknoten, also auch um neue interessante Begegnungen zu haben, ist das eine gute Zeit rund um den 3. und auch Samstag, der 4. Ich denke, das sind zwei schöne Tage für euch, dieses Freitag, Samstag. Solltet ihr euch auf jeden Fall Zeit für die Liebe nehmen. Dann haben wir als nächstes für euch wichtig ist, dass der Merkur in den Wassermann geht, damit auch in Spannung zur Skorpionsonne und ins Haus der Familie. Auch nochmal die Betonung, dass vielleicht familiäre Angelegenheiten geklärt werden müssen, aber dass ihr damit nicht zu reizbar umgehen solltet, also nicht zu stur auch, weil Skorpionen, die wollen immer ganz genau an ihrer Vorstellung festhalten und Wassermann ist auch eine relativ sture Energie, ne? Da müsst ihr gucken, dass da Auseinandersetzungen nicht unangenehm werden oder dass ihr da trotzdem einen Kompromiss findet. Genau, so, dann ist ja der sehr wichtige Vollmond, den müssen wir noch besprechen, den zeige ich euch jetzt. Der ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 11. und betrifft bei euch die Bereiche Familie und dann auch Karriere, also der Vollmond wirft jetzt auch nochmal ein Licht darauf, wie ihr vielleicht diese Angelegenheiten in der Familie regeln könnt, beziehungsweise was das auch damit zu tun hat, was ihr beruflich zu tun habt. Und gleichzeitig sind bei euch aber auch noch die Themen Heilung und Spiritualität angesprochen. Das Ganze ist irgendwie gut verbunden. Also vielleicht könnt ihr über eine Meditation zu einer Lösung kommen, wenn es da einen Konflikt geben sollte. Das ist möglich. Vielleicht bekommt ihr aber auch von Seiten der Familie Hilfe oder es gelingt euch als Familienoberhaupt aufzutreten und zu sagen, so wird es jetzt gemacht und alle hören drauf. Es kann auch hier gut eine überraschende gute Idee mit reinkommen. Also das ist nicht so schlecht für euch, sondern dieser Vollmond kann durchaus ein Schlaglicht auf ein Problem werfen und ihr habt eine Idee, wie man es lösen kann. Genau, aber wichtig für euch ist eben zu wissen, dass Venus und Mars hier dann, also Venus ab dem 3. auch, bei euch im Haus des Jobs sind. Ja, und das heißt eben einmal vielleicht, dass es im Büro, Liebe im Büro prickelt. Das heißt aber auch, dass ihr vielleicht durch Mars da mit so manchen Kämpfen zu tun habt und sehr viel Energie da auch reingeht. Ja, nur mal so als Tipp, dass ihr vielleicht selber ganz bewusst auch schaut, dass ihr das jetzt nicht zulasst, dass ihr dauernd Überstunden macht oder dass ihr so beschäftigt damit seid, dass ihr keine Zeit mehr habt für Partnerschaftsthemen. Das wäre ja schade. Okay, dann ist ein Top-Tag für euch noch der... Oh, Moment, muss ich hier wieder zurückgehen in den Zeitschritt. So, da hatte ich noch den 12. rausgesucht für euch. Das ist auch ein Samstag und der Mond steht in der Jungfrau. Damit in einem guten Aspekt ist eine freundschaftliche Konstellation. Also vielleicht eine gute Idee, was mit Freunden zu unternehmen an dem Tag, an dem Sonntag, den 12. Um vielleicht auch ein bisschen Abstand von diesem eventuellen Theater, was es da im Job gibt, zu bekommen. Und dann ist noch ein Top-Tag für euch am 16. Da steht nämlich der Mond in eurem eigenen Zeichen und gibt euch da eine ganz gute Energie und verbindet sich hier auch schön mit dem Mondknoten. Auch wieder eine Möglichkeit, Leuten zu begegnen. Vielleicht über Freunde, mit denen ihr ausgeht oder vielleicht auch, dass euch eure Freunde jemanden vorstellen. Dann haben wir am 18. den Eintritt der Sonne ins Zeichen Fische. Das ist natürlich sehr schön, weil sie damit dann auch in euer fünftes Haus geht. Damit beginnt ein Monat voller Kreativität, vielleicht auch mit verstärkter sexueller Aktivität, Vitalität. Und auch diese Romantikthemen werden dann nochmal stärker betont und beleuchtet. Also wenn ihr schon eine Romanze habt, dann beginnt dann einfach eine schöne Zeit, wo ihr vielleicht da mehr Energie reinsteckt und euch auch ein bisschen Ablenkung besorgt hier von diesen beruflichen Anstrengungen, die da einfach angezeigt sind für euch. Na? So, dann gucken wir uns jetzt noch den Neumond an.
diese kritische Phase, die ich erwähnt habe, die, da seid ihr jetzt auch nicht so stark von betroffen mit eurer Sonne, weil das nicht in einem harten Aspekt zu euch steht. Aber euer Herrscherplanet ist betroffen, hier der Pluto, der kriegt eben diese harten Aspekte ab. Und weil es bei euch im dritten Haus ist, im Haus der Gespräche und der Kommunikation, könnte ich mir vorstellen, dass ihr vielleicht manchmal im Gespräch zu harsch seid oder zu deutlich eure Meinung sagt oder vielleicht jemanden verletzt. Das wäre mein Tipp, darauf zu achten, ne? Dass ihr einfach schaut. Denn ihr könnt jetzt wirklich Machtworte sprechen und sehr viel Einfluss nehmen mit dem, was ihr sagt. Und versucht es einfach so zu drehen, dass es ein guter Einfluss ist, der euch was nützt, aber auch vielleicht auch den Beteiligten was nützt. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Okay, und der Neumond in den Fischen spielt sich ja dann eben auch bei euch im fünften Haus ab, der Romantik. Und diese Spannung hier, Romantik und gleichzeitig die Spannung im Job, ne? Da ist ein denkbares Szenario, dass ihr euch hier vielleicht wirklich einlasst mit einem Kollegen und das ist auch sehr romantisch, aber eben vielleicht auch ein bisschen konfliktbeladen. Anderes Szenario denkt, dass diese Kräfte an euch zerren, der Wunsch, was Kreatives zu tun, Zeit für die Romantik zu haben, Zeit für die Lebensfreude zu haben und dann hier aber auch die Anforderung im Job, sich durchzusetzen und sich da voll einzubringen. Ja, dann müsst ihr das vielleicht so ein bisschen austarieren. Das könnte für euch da die Schwierigkeit sein. Weil es aber der Neumond ist und weil der bei euch ins Haus der Romantik fällt, sollte die Betonung, also zumindest für die nächsten 4 Wochen, doch drauf liegen. Was könnt ihr tun für eure Romanze, für die sich da vielleicht entwickelt? Oder eben auch, was könnt ihr Kreatives machen? Wenn ihr Kinder habt, ist das auch ein Neumond, um zu überlegen, was ihr Tolles mit den Kindern machen könntet. Es steht auch viel Freude am eigenen Nachwuchs dann in den Sternen. Wie gesagt, der Job, ja, ist nicht so ganz einfach. Da geht es vor allen Dingen um neue Entwicklungen. Und mit dem Mars, der dann hier dabei steht, könnte es darum vielleicht Auseinandersetzungen geben. Aber das sage ich euch ja schon ganz, ganz lange. Es wissen die Skorpione ja auch, technische Neuerungen kommen. Und die muss man einfach dann auch hinnehmen und bewältigen. Das nützt nicht viel, sich dagegen zu sperren. Okay, ja, das sind soweit die Aussichten für den Februar und ich hoffe, ihr könnt das Beste draus machen und könnt genug Zeit und Energie in die romantische Seite der Konstellationen stecken. Kommen wir jetzt zur Verlosung. Da geht es diesmal darum, also ich verlose wieder eine Kurzberatung, 15 Minuten, gerne aber auch mit einem zweiten Horoskop dabei, dass wir vielleicht mal gucken, wenn sich da eine Liebe was für euch tut. Und diesmal verlose ich unter allen denjenigen, die mir jetzt in den kommenden 4 Wochen einen netten Kommentar dalassen und die natürlich auch meinen Kanal abonniert haben. Also schreibt mir was Schönes rein, dann seid ihr dabei. Okay, meine Lieben, wenn ihr sonst noch Informationen braucht, zum Beispiel eben, was macht jetzt die Lilith in meinem Horoskop, ne, oder wo fallen jetzt diese Venus-Mars-Transite tatsächlich hin in meinem individuellen Horoskop, dann schaut erstmal in eurem Aszendentenhoroskop, wenn ihr den wisst, oder kommt zu mir und ich gebe euch eine Beratung. Alle Informationen dazu findet ihr auf meiner Webseite oder ihr schreibt mir einfach auf Facebook. Ist alles ganz einfach. Oder ihr schreibt mir einfach auf YouTube. Ich bin für euch da. Also meine Lieben, jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute mit den Sternen.